Moin, meine Freunde, und willkommen zurück mit dem Feuer der Leidenschaft und einem Eisenbolzen in der Hand und dem Durst im Magen. Sind wir heute wieder bereit für eine neue Folge? Wir werden jetzt erstmal hier den einen Bolzen noch wieder platzieren und dann werden wir überlegen, ob wir mal selber wieder welche herstellen. So, der ist wieder, wo er hingehört. Und ich habe eine kleine minimale Überraschung. Wir hatten in Folge 104, deswegen heute 105, einen Livestream gemacht. Überraschenderweise hatte ich einfach mal Lust und wir sehen, wir haben hier ein neues Gebäude gebaut. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen schön garnieren, nenne ich es mal. Mit den schönen Dingen des Lebens. Haben hier mal eine kleine Sitzbank. Ein schönes Haus, muss noch ein bisschen mit Lehm verkleidet werden. Sieht ein bisschen sehr altbacken aus. Das weiß, das gefällt mir doch schon viel besser von dem Kalk. Und jetzt kommt die große Überraschung. Wir können übrigens mit 0.3.02 auch endlich die Felder wieder farmen lassen. Das hat im Livestream nicht so geklappt. So, wir haben hier den Stall und... Was ist das? Ja, ist das eine hübsche Stute? Ja, wir haben jetzt ein Pferd. Oh, ja. Kommt, was wir trennen, Leute. Müssen wir uns noch was überlegen, vielleicht noch ein Sattel oder so. Auf jeden Fall brauche ich jetzt das Reisen nicht mehr schneiden. Denn mit dem Pferd sind wir ganz fix von A nach B gekommen. Was ich mich nur gewundert habe, hier fehlt am Zaun immer noch was. Ach, und wir haben noch eine letzte Erneuerung, die im Livestream passiert ist. Aber im Grunde haben wir in 4 Stunden gerade mal geschafft, 15.000 Gold zu sammeln. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das Pferd kostet 10.000 und... Wir brauchten für die Entwicklung nochmal 5.000. Ja, wir haben das Feld erweitert. Wir haben jetzt neben denen noch ein neues Feld. Nur leider haben die Leute irgendwie verpasst, obwohl ich Dünger und alles da habe. Ja, was soll ich sagen? Einfach mal Flachs zu säen. Ich weiß nicht, ob mir das letzte Mal aufgefallen ist, aber hier ist jetzt so eine nennt man das, eine Plane drunter. Mal gucken. Okay, der Gänsestall ist etwas kaputt. Und was macht man bei kaputten Sachen? Man repariert die. Aber erstmal müssen wir was trinken. Ja, dasselbe Leid wie im Livestream. Wir haben keine gottverdammten Stöcke. Immerhin haben wir einen Hammer. Das ist schon mal ein Anfang. Also trinken wir jetzt erstmal einen Schluck. Weil diesmal bei den Aufnahmen habe ich keinen... Michael und auch kein Schnitzer, die mich die ganze Zeit daran erinnern, dass ich hin und wieder mal einen Schluck Wasser brauche zum Leben und dass ich nicht nur von Luft und Liebe leben kann. Ja, ich mag eigentlich Luft und Liebe, aber irgendwie macht das einen nicht satt. So, schlafen wir. Wenn wir geschlafen haben, dann ist der Tag frisch, neu und wir können in Ruhe mal drüber nachdenken, was wir denn genau machen. Weil, wie ihr rechts in der Ecke seht, ist die Unigos Quest jetzt endlich fertig. Die Leute hier brauchen Zeit, um ihre Ressourcen wieder aufzufrischen. Wir haben alles verkauft. Wir haben aus allem Gold gemacht, was ging. Damit wir dieses Pferd kaufen können. Und unser Pferd ist tot. Oh nein! Bitte sag, dass das Vieh nicht tot ist. Schläft das? Ich hab's atmen hören. Es hat geatmet. Okay. Was ist mit unserem Pferd? Ich hab gerade ein Pferd gekauft und das verhungert? Durchschnittliche Lebensdauer, Bereitschaftsstatus. Zustand 94%. Ja, dem Vieh geht's nicht gut. Den anderen geht's gut. Die haben alle 100%. Wir haben jetzt auch ein Schwein gekauft. Aber wir haben noch keinen Arbeiter. Wir brauchen das nämlich für Dünger. Gucken wir mal. Wir brauchen jemanden. Ich habe jemanden, der die Pferde füttert. Den habe ich schon da drin. Jetzt brauchen wir aber auch jemanden. Nehmen wir einen Feldarbeiter. Der sich um die Schweine kümmert. Okay,
Unser Pferd braucht anscheinend Pause. Es muss ein bisschen schlafen und essen. Und wir werden jetzt Tierfutter produzieren. Weil, ich sag es wie es ist, wenn das Pferd stirbt, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Dieses Pferd hat mich 4 Stunden gekostet, es zu bekommen. Und ich glaube, mein armes Herz würde das nicht überleben. Also machen wir Tierfutter. Weil mittlerweile mit dem 3.0.1 oder 3.0.2 brauchst du jetzt auch Samen, Dünger und Tierfutter, damit die Leute arbeiten. So, also habe ich hier ein bisschen was zusammengeworfen. Wir brauchen Weizenkorn. Und das dreschen wir mal eben. Überall kaputt. Alles hier ist kaputt. Alles hier ist kaputt. Guckt euch das an. Alles ist kaputt. Ah. Gut. Komm hier. Wir haben einmal mit Wasser. Das ist gut. Die werden nicht schlecht. Nehmen mal hier eine frische Milcheimer mit. Für den Durst für zwischendurch. Und Weizen. Ich habe ziemlich viel Weizen. Damit können wir nur 10 Futter. Ah, wir machen jetzt hier selber mal die 300. Dann können wir das Stroh auch direkt verwenden, um hier alles wieder zu reparieren. Also ab dafür. Das heißt, heute wird es vielleicht ein bisschen unspannend, bevor wir die Unigos-Quest machen. Wenn wir jetzt erstmal den Hof wieder auf Vordermann bringen. Ein bisschen Futter craften und so weiter, bla. Ne? Also, Leute. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Derzeit erzähle ich euch halt was. Weil die Leute von euch, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich bin mega gehypt auf Manalots. Ich bin mega gehypt auf Manalots seit Monaten. Schon seit über einem halben Jahr. Die Entwicklung von dem Spiel läuft ja schon seit 3,5 Jahren. Die Ankündigung ist auch schon ein bisschen älter. Und dieses Spiel wird einfach genial. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus einem Total War und einem Aufbauspiel, einem Siedler oder Anno. Und so die Mischung aus beidem. Und das stelle ich mir als einfach genial vor. Also habe ich so den Entwickler angeschrieben und habe gesagt, hey, ich finde deine Idee echt klasse. Lass uns mal darüber reden. Und dann ein bisschen gequatscht. Einen Frank-Katalog durchgearbeitet und dann habe ich ein neues Video gemacht. Hat dem Entwickler auch tatsächlich sehr gut gefallen. Und da habe ich nochmal kurz zusammengefasst mit dem Videomaterial, das er mir zur Verfügung gestellt hat, was Manalots eigentlich genau macht. Und auch gestern im Livestream haben wir da kurz drüber gesprochen. Dieses Spiel wird mega Potenzial haben. Das wird mega geil. Sind natürlich ein paar kritische Knackpunkte. Wie zum Beispiel, was soll ich sagen, Politik ist ein Knackpunkt. Wenn es um die Diplomatie geht oder die Politik, dann sehen wir das aus der Realität, aus dem Real Life. Wirtschaft und Politik vertragen sich nicht. Und Krieg und Wirtschaft vertragen sich eigentlich auch nicht so gut. Klar, du brauchst Geld, du brauchst Materialien, Ressourcen und Waffen für Krieg. Also fördert das so wieder die Wirtschaft, aber die Diplomatie macht alles wieder kaputt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze da dann zusammen aufspielt. Schaut euch das gerne mal in meiner Videobibliothek an. Unter Manalots Preview. Wird euch auf jeden Fall gefallen. 8 Minuten. Sind 8 Minuten eures Lebens und danach seid ihr nur noch schlauer und gehypt. Auf ein wirklich geiles Spiel. Was ich noch gemacht habe, ein Podcast. Ich habe ja hin und wieder spiele ich ja mal mit dem Yurai Kami zusammen. Und während ich mit dem Yurai Kami zusammen verschiedene Abenteuer erlebe, haben wir so oft nachts zusammengesessen und angefangen zu philosophieren bei einem Glas Whisky. Über Gott und die Welt zu reden, mal Medizin, mal Ingenieurwissenschaften, mal Technik. Ja, und haben gedacht, jetzt müssen wir das der Welt kommunizieren. Also haben wir angefangen, einen Podcast zu machen. Leider ist er noch nicht so gehypt, wie ich gedacht habe. Ich muss mir auch nochmal ein richtiges Thumbnail dafür ausdenken. Ich hätte da so gerne eine Zeichnung gehabt, wo
kleiner Bär mit dem Mikrofon und der Tasse da sitzt und so wie ich hier jeden Tag vor dem Bildschirm sitze. Jeden Tag ist übertrieben. Wo ich einmal die Woche vor dem Bildschirm sitze und Videos zusammenschneide. Ja, am Wochenende und Aufnahmen für die Woche mache. Ist eigentlich nur einmal die Woche, denke ich. Oder zweimal die Woche, wo ich sowas mache. Ja, und dann noch der Stream in Mittwoch. Und in diesem Podcast haben wir mal über das Thema Liebe philosophiert. Wissen, worum es dabei geht, woher kommt das. Ich habe das ein bisschen aus der Antike aufgegriffen, aus der philosophischen Seite. Mit dem Kugel, also nach Platon, wo er die Mythologie über die Kugelmenschen dargestellt hat, wo zwei Menschen auf der Suche nach dem anderen Partner sind, um wieder ein vollkommener, reiner Mensch zu sein. Jetzt sind wir ein bisschen über die anderen antiken Philosophien gegangen, wie Sokrates, der sagt, dass Liebe nur ein Mittel zum Zweck ist, um Weisheit zu generieren. Er hat das Ganze aus der Medizin betrachtet, weil er aus dem Medizinbereich kommt, mit den ganzen Hormonspiegeln im Gehirn und der Ausschüttung und chemischen Reaktionen. Obwohl das eigentlich eine objektive Diskussion und Debatte werden sollte, ist es ein sehr wissenschaftlicher Podcast geworden. Geht auch über eine Stunde. Wenn ihr euch mal langweilig ist und ihr wollt in Ruhe schlafen und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, macht meinen Podcast an, hört es euch ganz in Ruhe an. Wir haben auch ein bisschen erklärt, wie wir uns kennengelernt haben damals. Und ich glaube, ihr schlaft wie ein kleines Kind. So, gleich ist es vorbei. Für all die Leute unter euch, die das Geschwafel da nicht hören wollten, haben wahrscheinlich übersprungen und sind gleich wieder bei uns. Die anderen, danke fürs Zuhören. Schaut euch die Sachen in Ruhe mal an. Ich habe auch ein paar andere Projekte als Medieval Dynasty. Auch wenn das mit Abstand eins meiner Lieblingsprojekte ist. Zumindest bis Mana Lords kommen. Und Going Medieval. Ist auch ein Projekt, das ich damals in der Closed Beta spielen durfte und auf das ich mich mega, mega freue. So, wir haben Weizenkorn und wir haben Stroh und jetzt machen wir mal hier ein bisschen Tierfutter. Und das setzen wir auch sofort in die, wie hieß es jetzt? In die Pferdekammer. Ne? Und genau, so machen wir das. Oh, eigentlich fällt mir gar nicht so viel ein, weil ich jetzt noch aus dem Stegreif erzählen kann. Aber ich will euch mal so ein bisschen mehr machen. Ich crafte immer und hab dann 45 Minuten Rohmaterial und schneide das zusammen auf 20 Minuten. Aber ich habe drüber nachgedacht. Eigentlich macht das auch Sinn, wenn wir einfach mal so ein paar Themen aufgreifen. Die es nicht sehen wollen, die skippen einfach diesen Teil. Was kostet, dauert das Craften? 3 Sekunden mal 30, 10, 90 Sekunden sind 1,5 Minuten. 1,5 Minuten der Folge, wo ich jetzt ein bisschen was crafte. Kann man gerne mal skippen. Zu dem Podcast. Wir haben da noch ein paar andere Ideen. Und was ich auf jeden Fall jetzt machen will, parallel zu Weihnachten wird The Infected jetzt ein bisschen ausgesetzt. Das will ich im Stream weitermachen. Ein paar Sachen vorbereiten, uns ein bisschen weiter hochbringen. Weil ich in den nächsten Folgen mehr Content reinbringen will. Und da brauchen wir auch wieder stundenweise Vorbereitung. Also werde ich das auf Twitch die nächste Zeit ein bisschen streamen. Und erst dann wieder Folgen machen. Aber in der Zwischenzeit habe ich ein neues Projekt. Ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich liebe The Long Dark. Ich habe das öfters gestreamt, schon seit Jahren immer mal wieder angespielt. Ich verfolge das ewig. Und ich liebe dieses Spiel. Und das werde ich mit euch heute in einer... Heute. In einer Survival-Mode machen. Und in diesem Survival-Mode werden wir dann da viel mehr aufbauen. So, lass mal sehen. Was haben wir denn? Wir haben so viel Stroh. So viel brauchen wir gar nicht zum Reparieren. Wir haben ein paar Stöcke. Vielleicht ein bisschen mehr. Naja. Dann ist das so. Dann werden wir die Stöcke unterwegs aufsammeln. Ich will nämlich hier mal hier ein bisschen auf Vordermann bringen, die. Das Schemme. Da. Hier ein bisschen, da ein bisschen den Schweinstall wieder auf Vordermann. Hier den Kuhstall. Da hinten ist auch ein bisschen Stroh. Da kommen wir als nächstes. So. Schade. Der Rest ist mit Stroh.
Mit Stöcken. Ich werde auch demnächst Sammler in die Jagdhütte bringen. Wir werden nämlich jetzt ein bisschen hier aufbauen und mehr Leute reinbringen. Wir werden das Dorf mit 40, 45 Leuten wieder fit kriegen. Das Problem ist nämlich, wenn hier das alles zusammenbricht. Also wenn die auf Null gehen, dann bricht ja alles zusammen und ich brauche die Gebäude. Ich hab keinen Bock, den Kuhstall hier 100 Mal wieder aufzubauen. So. Hier haben wir noch ein paar Stöcke. Reicht das? Ja. So, damit müssen wir doch alles hier wieder... Oh, da sehe ich. Der Gänserich. Ich krieg hier noch einen neuen Anstrich. Hier nirgendwo ein Stöckchen. Interesting. Vielleicht fängt dann doch die Unigos-Quest in der nächsten Folge an. Ich bringe hier mal die Kaschemme wieder auf Vordermann. Oh, ein paar Stöckchen. Zwei werden nicht reichen. Wir brauchen vier. Vielleicht dahinter. Ich bin so froh, dass wir da durchrennen können durch die Sachen, ohne dass sie sich verschieben. Aber irgendwann wird der Entwickler das bestimmt reinbringen, dass die Sachen sich verschieben. Ich weiß es nicht. Ich renne voll in meinen Haufen mit Bäumen und danach ist er in jede Himmelsrichtung verteilt und ich ärgere mich mega. Ich weiß jetzt schon, dass das genauso laufen wird. Ja, wie es ist, ne? It could, wie it could. Komm. Einer. So, jetzt haben wir. Nehmen wir die Stöckchen hier noch mit. Stock ist Mangelware. Wir brauchen nämlich neue Bolzen. Die machen wir jetzt mal schnell. Auch das fehlt uns. So, und für den Bolzen brauchen wir auch noch Eisen. Wie viel brauchen wir denn? Wir haben sehr viel Kinder gekriegt. Also sind wir bei 36. Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Und ja, müssen jetzt wieder ein paar Häuser bauen. Sind alle voll. Aber das ist gut. Unsere Stadt wird dann wachsen, 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 ohne dass wir noch Leute akquirieren müssen. Wir müssen halt nur 8 Jahre warten. Oder wann dürfen Kinder anfangen zu arbeiten? 13? Ah, ich weiß nicht. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sage ich immer. Ich bin nicht für Kinderarbeit. Versteht mich hier nicht falsch. Vielleicht haben wir auch Glück und irgendwann kriegen wir so eine eigene Bäckerei. Guckt euch auf jeden Fall mal den Livestream von gestern an. Sind einige Sachen bei, coole Sachen, die passiert sind. Also ihr könnt auch die nächsten Folgen weitergucken, ohne den Livestream geguckt zu haben. Da haben wir halt das Pferd gekauft. Viel debattiert, war schon interessant. So, lass mal sehen. Pfeile finden wir wahrscheinlich unter Jagd, ne? Ich bin hier ein bisschen blöde immer heute. Hä? Ich bin heute echt ein bisschen nicht dabei. Zwei Eisen und... Okay. Hat ein bisschen lang gedauert. Sorry, Jungs und Mädels. Und vielleicht kriegen wir sogar genug für 20. Eisenbolzen brauchen wir auch. So. Also nach einem langen Austritt braucht das Pferd wohl, habe ich irgendwo gelesen, in der, Development Note, braucht das Pferd Ruhe und Futter. Und das ist wohl eine Hafermaschine. Ich weiß zwar nicht, ob das heißt, du musst die Viecher mit Hafer füttern? Ja, aber wir probieren es einfach mal mit Tierfutter. Na, Fräulein,
Hier, er kriegt exquisites Tierfutter. Das ist extra nur für Pferde. Ich will jetzt wissen, ob es dem Pferd gut geht. Wo ist das Pferd? Ach, oh, ihm geht's wieder gut. Der Kleine, der kann wieder arbeiten. Gut, Leute. Also, es sieht aus, als können wir endlich unsere Hauptquest anfangen. Es wird noch... Ich habe im Stream schon einen leichten Ansatz davon gehört, dass das interessant sein könnte, wird. Den Zaun reißen wir ab. Wir machen da einen Lattenzaun. Wir haben so viele Bretter jetzt gesammelt. Ich will jetzt nicht diesen Weidenzaun haben. Wir sind doch hier nicht Kindergarten. Oh. Habe ich gerade beschlossen. So, Leute. Und damit haben wir jetzt die ganze Bude hier wieder repariert. Wir brauchen was zum Futtern. Das machen wir noch schnell. 1, 2, 3, 4, 5. So, uns geht's wieder gut. Ah, während ich hier im Hintergrund eben noch den Zaun mache und ein bisschen Wasser sammle. Ich glaube, wir haben alles erfolgreich repariert. Keine Beschädigungen. Genau, keine Beschädigung. Ah, gut, Hühnerstall. Unsere Hühner sind an Altersschwäche gestorben. Also ist das nicht so wichtig, dass da keiner arbeitet. Hier habe ich immer noch nicht gecheckt, warum wir jemanden da hinschicken sollten. Ich hoffe, das kommt noch demnächst. Grabungsschuppen, ja. Der ist kurz von zusammen. Oh nein, die Mine ist bei 55%. Da müssen wir demnächst mal reparieren. Ansonsten, der Gänsestall haben wir repariert, obwohl der bei 52 ist. Gut. It is wie it is. So. Lol. Die haben das gefixt, ne? Das Dach ist jetzt, sieht aus wie Stufe 3, aber dafür müsste ich das Ding neu bauen. Und da habe ich keine Lust drauf. Also wird das bei mir immer wie Stufe 2 aussehen. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja nur eine optische Sache. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir die Unigos-Quest. Bis dann, euer Toshi und ciao.